Egal ob schräge Diäten oder fragwürdige Fettburner-Pillen, nichts wirkt. Bis jetzt. Denn eine neue Klasse von Medikamenten, die eigentlich zur Behandlung von Diabetes entwickelt wurde, sind das erste funktionierende Abnehmmedikament. Expertinnen und Experten sprechen schon von einer Revolution der Medizin. Klingt zu schön, um wahr zu sein, aber ist tatsächlich Realität. In Deutschland werden sie schon verschrieben. In etwas über einem Jahr verlieren Menschen mit starkem Übergewicht so um die 15% ihres Körpergewichts. Aber bei all der Euphorie, kann es denn wirklich so einfach sein? Präsentiert sich da wirklich gerade die Lösung für eines der größten medizinischen Probleme unserer Zeit? Wie nachhaltig ist der Gewichtsverlust wirklich? Und könnten diese Medikamente noch viel mehr Krankheiten behandeln? Genau darum geht es heute bei Dr. Watson. Okay, als allererstes, ein Missverständnis nervt mich bei dem Thema wirklich immer. Übergewicht kann nämlich verschiedene Ursachen haben, die nicht immer in der Hand der Personen selber liegen. Der Zugang zu Gesundheitssystemen, verschiedene Lebensumstände und unsere Umwelt spielen genauso eine Rolle wie genetische Faktoren. Und ja, Änderungen im Lebensstil, also gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung, sind zwar ein Grundbaustein des Gewichtsmanagements, führen aber häufig nur zu einem schwachen Gewichtsverlust, der schwer zu halten ist. Das liegt auch an langfristigen Veränderungen im Körper, etwa im Sättigungszentrum im Gehirn oder an Entzündungsprozessen. Aber jetzt kommt der Hammer. Es gibt nun ein Mittel, das in genau solche körperlichen Prozesse eingreift. Bevor wir über die Probleme davon sprechen, und ja, Spoiler, die gibt es, worum geht's eigentlich? Lass uns mal zurück ins Jahr 2018 gehen, als ein Medikament namens Ozempic von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen wird. Es geht also erstmal nur um Diabetiker. Der Wirkstoff dieses Medikaments, Semaglutid, hilft dabei, den Blutzucker zu regulieren, indem er sich genauso verhält wie eine Form des körpereigenen Darmhormons Inkretin. Das nennt man GLP-1. Der Wirkstoff ist dem GLP-1 so ähnlich, dass er an den dafür vorgesehenen Rezeptor bindet. Deswegen nennt man diese Medikamente auch GLP-1-Analoga oder Inkretin-Mimetika, also Inkretin-Nachmacher quasi. Bei gesunden Personen wird GLP-1 vor allem nach dem Essen ausgeschüttet und stimuliert unter anderem die Abgabe von Insulin, wodurch dann der Blutzuckerspiegel sinkt. Nice. Ist aber nicht genug GLP-1 vorhanden, wird dieser natürliche Regulierungsprozess gestört. Wirkstoffe wie Semaglutid, die so tun, als wären sie GLP-1, können Diabetikern also helfen. Diese Nachmacher können aber noch mehr, denn noch während die klinischen Studien mit Diabetikern liefen, wurde klar, dass sie nicht nur ihren Blutzucker senken können, sondern nebenher auch noch ihr Gewicht. Die Inkretin-Mimetika binden nämlich nicht nur an die Rezeptoren im Darm, sondern auch im Gehirn, im Hypothalamus. So aktivieren sie bestimmte Neuronen, diese hier. Dadurch sinkt das Hungergefühl, während das Sättigungsgefühl steigt. Kurz gesagt, sie verringern den Appetit und das Verlangen nach fettigen, energiereichen Lebensmitteln und setzen damit genau da an, wo viele Abnehmversuche scheitern. Seitdem haben die Unternehmen hinter den Medikamenten einige Studien mit stark übergewichtigen Menschen ohne Diabetes durchgeführt und das hat funktioniert, wenn auch eher so semi-gut. Ein Wirkstoff namens Liraglutid konnte zum Beispiel über 56 Wochen einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von etwa 8% bewirken, immerhin über 5 Prozentpunkte mehr als ein Placebo. Umgehauen hat das zwar keinen so wirklich, aber basierend auf Liraglutid wurde ein Wirkstoff entwickelt, der nicht so schnell abgebaut wird und länger im Körper bleibt. Und dieser Wirkstoff, Semaglutid, hat dann so richtig gut funktioniert. So gut, dass er unter Experten als absoluter Gamechanger gilt. Und auch so gut, dass Social Media komplett eskaliert. Aber dazu gleich mehr. Die Experten beziehen sich mit dem Gamechanger vor allem auf eine Studie von 2021. Darin wurde untersucht, wie gut Semaglutid in Kombination mit einer Ernährungsumstellung und ausreichend Bewegung stark übergewichtigen Personen beim Abnehmen hilft. In knapp 15 Monaten konnten die Teilnehmer ihr Körpergewicht durchschnittlich um 14,9% reduzieren. In der Placebo-Gruppe waren es gerade mal 2,4%. Semaglutid wirkt also und könnte das Leben von Hunderten Millionen von Menschen nachhaltig verändern. Wie bei jedem Medikament gibt es natürlich auch Nebenwirkungen. Am häufigsten treten Übelkeit und Verdauungsprobleme auf. Das hält sich durch eine langsame Dosissteigerung aber in Grenzen.
Insgesamt aber überwiegt der Nutzen gegenüber dem Risiko. Die EMA hat Semaglutid deswegen unter dem Handelsnamen Wegovy schon zur Behandlung von Übergewicht zugelassen. Voraussetzung ist ein BMI von über 30 oder von 27, wenn gewichtsbedingte Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck vorliegen. Wenn ihr mehr über den BMI erfahren wollt und wieso er trotz starker Kritik in der Medizin tatsächlich noch verwendet wird, könnt ihr euch dieses Video hier anschauen. Wegovy ist mittlerweile sogar schon ab 12 Jahren zugelassen. Und die Anwendung ist ziemlich einfach. Einmal wöchentlich gibt man sich selbst eine Spritze. Es funktioniert wie diese EpiPens, die ihr vielleicht von Allergikern kennt. Für Diabetiker gibt es Semaglutid auch in Tablettenform. Für Übergewicht ist das aber noch nicht zugelassen. Okay, das klingt ja fast perfekt, oder? Verlässlich abnehmen, ohne sich diese ganzen Gedanken um das eigene Essen zu machen. Das ist wahrscheinlich der Traum von Millionen von Menschen alleine hier in Deutschland. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Denn bevor ihr jetzt direkt in die nächste Arztpraxis sprintet, stopp! Ihr werdet Wegovy wahrscheinlich nicht bekommen, denn der Wirkstoff ist gerade Mangelware. Der Hersteller, Novo Nordisk, hat schon Probleme bei der Produktion für Diabetiker hinterherzukommen. Wir haben mal nachgefragt und die Firma hat uns gesagt, dass die Produktion zwar schon ausgebaut wurde, man mit einer weltweit so starken Nachfrage aber einfach nicht gerechnet habe. Tja, wer hätte gedacht, dass sich Leute für das erste verlässlich funktionierende Abnehmmedikament interessieren? Novo Nordisk anscheinend nicht. Denn obwohl Wegovy bis vor kurzem in vielen Ländern noch gar nicht erhältlich war, wurde Semaglutid, der Wirkstoff, während der ganzen Zeit schon zum Abnehmen verschrieben. Und zwar in Form von Ozempic. In Ozempic und Wegovy steckt der gleiche Wirkstoff, Wegovy enthält nur viel mehr davon. Um den GLP-1-Rezeptor im Gehirn anzusprechen, braucht es nämlich etwa doppelt so viel Semaglutid wie für die Diabetesbehandlung nötig. Statt Wegovy können Ärzte also auch Ozempic bei Übergewicht verschreiben. Das ist dann zwar nicht die optimale Dosis, aber es funktioniert. Und zwar so gut, dass das komplette Internet voll von Erfolgsstories ist. Der Hashtag Ozempic hat allein auf TikTok etwa 1,2 B-Aufrufe? Billionen? Billion? Klingt etwas viel, wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler von TikTok, denn Billion ist im Deutschen eigentlich Milliarden. Egal, und wenn dann noch Promis wie Elon Musk twittern, wie toll sie abgenommen haben dank Ozempic, dann schafft das immer mehr Aufmerksamkeit und immer mehr Menschen, die ihre Ärzte aktiv um die Abnehmspritzen bitten. Die nehmen dann damit ab, berichten dann auch wieder online und in den Medien darüber und so weiter und so fort. Ihr seht, es ist ein Teufelskreis, der maßgeblich zu den Lieferengpässen beiträgt. Die Nutzung außerhalb der ursprünglichen Zulassung nennt man übrigens Off-Label-Use. Zahlen dazu liegen uns leider nicht vor, aber wir wissen, dass verglichen zum letzten Frühjahr 74% mehr Ozempic-Spritzen verkauft wurden. Die Diabetesfälle in Deutschland steigen zwar seit Jahren, aber so stark dann auch bei weitem wieder nicht. Und daraus ergibt sich ein richtiges Problem, denn der Off-Label-Einsatz gefährdet aktuell die Versorgung von Patienten mit Diabetes Typ 2 und die brauchen dieses Medikament und stehen dann in der Apotheke teilweise vor leeren Regalen. Das haben uns auch einige unserer Zuschauer und Ärzte in Hintergrundgesprächen bestätigt. Von dem Off-Label-Use von Ozempic wird deswegen von zuständigen Behörden, dem Hersteller selber und von vielen anderen Experten abgeraten. Daraus ergibt sich ein ethischer Konflikt. Wer ist eher berechtigt, ein Medikament zu bekommen, wenn es gerade nicht genug davon gibt? Denn auch Patienten mit starkem Übergewicht und Begleiterkrankungen, die von der Gewichtsreduktion profitieren würden, haben ja ein Recht auf Therapie. Adipositas ist eine chronische Erkrankung und keine persönliche Entscheidung. Und das muss ich klar betonen, eine Therapie mit Semaglutid richtet sich nicht an Leute, die mal ein paar Kilo verlieren wollen. Es geht um Menschen, die bereits seit Jahren versuchen, Gewicht zu verlieren, das ihre Gesundheit signifikant beeinträchtigt. Und selbst wenn wir irgendwann in Semaglutid schwimmen sollten, bleibt es höchstwahrscheinlich ein Medikament für stark übergewichtige Menschen und kein Lifestyle-Produkt. Und selbst wenn. Das Medikament alleine reicht nicht. Die Patienten müssen trotzdem ihre Ernährung umstellen und sich ausreichend bewegen und auch mit möglichen Nebenwirkungen zurechtkommen. Für einen nachhaltigen Gewichtsverlust wird auch zu einer Verhaltenstherapie geraten. Denn wer die Spritzen irgendwann absetzt, bei dem kehrt sofort der Hunger von vorher zurück. Erste Studien zeigen, dass viele der Patienten direkt wieder zunehmen. Und genau aus diesem Grund möchte ich mit euch mal über Kalorienzählen sprechen.
Ich selber habe mich die längste Zeit meines Lebens als zu dick betrachtet und darunter litt mein Selbstwertgefühl und auch noch viele andere Dinge. Bis ich dann im Januar 2021 beschlossen habe, abzunehmen. Das habe ich schon häufiger beschlossen, aber damals hat es dann auch tatsächlich funktioniert, denn ich habe Kalorienzählen gemacht. Das passt zu mir, das muss nicht zu jedem passen, aber bei mir hat es gut funktioniert, weil das eine sehr akkurate und wissenschaftliche Methode ist, um abzunehmen. Und die App, die mir damals erlaubt hat, über 16 Kilo abzunehmen, heißt Yasio. Damals hatte ich überhaupt keinen Kontakt zu der Firma dahinter, aber ich war davon begeistert und diese Begeisterung beruht auf Gegenseitigkeit anscheinend, denn Yasio hat sich entschieden, dieses Video hier zu unterstützen. Die App kann eine Menge, ist aber ziemlich easy zu verstehen. Erstmal gebt ihr an, was ihr wiegt und was ihr gerne wiegen würdet. Daraus berechnet Yasio dann, wie viel Kalorien ihr jeden Tag zu euch nehmen solltet. Und wenn ihr wirklich nur das esst, dann werdet ihr abnehmen. Versprochen. Dank der großen Datenbank könnt ihr dann einfach alles, was ihr den Tag über esst, per Barcode einscannen oder eintragen. Da müsst ihr dann natürlich sehr akkurat sein. Ich habe mir dann auch ziemlich schnell Yasio Pro geholt, weil das nochmal mehr Features hat. Zum Beispiel Intervallfasten, was mir persönlich viel geholfen hat. Was ich aber damals nicht hatte, war ein Rabattlink von Dr. Watson über 50% für ein Jahr Yasio Pro. Über diesen Link hier, yasio.me/dr-watson, bekommt ihr Yasio Pro für fast nur 2 Euro im Monat. Abnehmen hat mein Leben verändert. Und Yasio hat mir dabei geholfen. Wenn ihr euch auch die App runterladen wollt, dann klickt auf den ersten Link unten in der Videobeschreibung und da bekommt ihr nicht nur den Rabatt, sondern findet auch meine persönlichen 5 Tipps zum Abnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei und jetzt zurück zur kontroversen Diätspritze. Ein Punkt, der mir noch wichtig ist, ist die Kostenfrage. Denn das Zeug ist verdammt teuer. In den USA liegt der Listenpreis für eine Monatsration Wegovy bei umgerechnet um die 1230 Euro, also fast 15.000 Euro im Jahr. Und klar, man kann jetzt sagen, die Amerikaner spinnen mit ihrem Gesundheitssystem und damit hättet ihr auch recht, aber auch in Deutschland ist das Ganze nicht gerade billig. Und das ist problematisch, denn selbst wenn Wegovy bald zuverlässig erhältlich ist, darf es nicht von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden. Laut Sozialgesetzbuch sind Arzneimittel, mit denen vordergründig eine Erhöhung der Lebensqualität bezweckt wird, von der Versorgungspflicht ausgeschlossen. Ergo, die Kasse zahlt nicht. Darunter fallen auch Medikamente zur Zügelung des Appetits und zur Reduzierung des Körpergewichts wie Wegovy. Das steht im Widerspruch dazu, dass Adipositas nicht nur von den Fachgesellschaften, sondern auch vom Bundestag als Krankheit anerkannt ist. Die Patienten müssen also selbst für die Therapiekosten ihrer anerkannten Krankheit aufkommen, was ich persönlich sozial extrem ungerecht finde. Dazu kommt, dass sich der gesellschaftliche Druck abzunehmen noch weiter erhöhen könnte, weil ganz viele Menschen rumlaufen, die jetzt dünner sind. Das ist nicht nur problematisch für Menschen, die sich eine Therapie nicht leisten können oder nicht dafür geeignet sind, sondern auch für die, die die Medikamente einfach nicht wollen, weil sie gesund und glücklich mit dem Gewicht sind, das sie haben. Da Wegovy seit kurzem auch in Deutschland erhältlich ist, sollte sich jetzt immerhin das Problem mit dem Off-Label-Use einstellen. Die Lieferprobleme bleiben aber bestehen, bis es genügend Produktionskapazität gibt. Daran wird gearbeitet. Also, alles eine Frage der Zeit, die verglichen mit den 20 Jahren, in denen auf so ein Medikament hingearbeitet wurde, eher kurz ist. Und Semaglutid ist erst der Anfang. Es gibt bereits einen weiteren Wirkstoff, Tirzepatid, der nicht mehr nur an den Rezeptor für GLP-1, sondern auch an den für GIP bindet. Diese duale Wirkweise funktioniert bei Personen ohne Diabetes sogar noch besser als Semaglutid. Und auch bei stark übergewichtigen Diabetikern, die wegen ihrer Erkrankung oft besonders mit dem Abnehmen kämpfen, ist Tirzepatid überlegen. Für Adipositas läuft in den USA bereits ein beschleunigtes Zulassungsverfahren. Für Typ 2 Diabetes ist es schon zugelassen und, surprise, zeitweise auch von weltweiten Lieferengpässen betroffen. Gerade wird sogar noch ein Triagonist getestet, der einen dritten Rezeptor anspricht und wahrscheinlich noch besser funktioniert. Und die Studien in diesem Gebiet überschlagen sich gerade. Es ist wirklich spannend, das gerade mitzubekommen. Während die Wirkstoffe immer besser werden, erschließen sich weitere Einsatzgebiete. Die Fachwelt wartet zum Beispiel gerade gebannt auf die Ergebnisse einer Studie, die die Wirksamkeit bei Herzerkrankungen und Schlaganfällen bestätigen soll, auf die es starke Hinweise gibt. Und weil GLP-1 Teil des Belohnungssystems ist, könnten sogar Menschen profitieren, die mit dem Rauchen aufhören wollen. Auch das wird gerade getestet. Wer weiß, vielleicht werden wir in der Zukunft alle zu perfekten Menschen, die keine Laster haben. Wir werden von diesen Medikamenten also definitiv noch mehr hören. Unsere Redaktion bleibt auf jeden Fall dran und ihr bleibt hoffentlich neugierig. Bis dahin, euer Cedric. Schaut euch hier gerne unser Video über Gewicht an. Über Übergewicht. Übergewicht, ihr versteht den Joke. Sondern auch für die, die mir... Die.